Also ich bin ehrlich mit euch, ich weiß auch gar nicht, wo ich da jetzt starten soll. Am besten wahrscheinlich am Anfang. Ich habe mal wieder bei einer Auktion mitgemacht. Oh mein Gott. No, God, please, no! Nicht zustellbare Pakete von Hermes. Einen Posten mit Kosmetikartikeln. Einen Posten mit Bekleidung neu und gemischt. Einen Posten Mix, hauptsächlich neu. Und einen Posten Elektroartikel und PC-Zubehör. Ich dachte, dann habe ich einen guten Mix, okay? Bitte, Leute, das war die traumatischste Kauferfahrung meines Lebens. Mit Aufgeld und Steuer 2.501 Euro. 25. Ich weiß, okay, es geht absolut aus normalen Verhältnissen. Aber ich dachte, ich wollte einen guten Mix von verschiedenen Sachen, damit ihr es nicht machen müsst, okay? Ich tue es, damit ihr es nicht machen müsst. Und damit wir gucken können, was sich davon lohnt. Ob sich überhaupt was davon lohnt. Ich dachte, ich habe ja einen Sponsor, ist doch gar kein Problem. Diese Fotos, ich dachte, das wären kleine Kisten. Ich dachte, das wären normal große Kisten. Das sind Riesenkisten. Ich bin soweit, ich mache meine eigenen Überraschungskisten, okay? Also joint meinen Discord-Server. Ich bemühe mich, dass es sofort Infos dazu gibt, okay? Das alles abzuholen, Pain. Ich hatte Glück, dass ich ein paar Tage vorher von einem LKW angefahren worden bin und von der Versicherung einen riesen benzinschluckenden Leihwagen bekommen habe. In mein Auto hätte das niemals reingepasst, okay? Und ich bin einfach nur geschockt bis jetzt. Wir nehmen das alles Stück für Stück auseinander, okay? Eins nach dem anderen. Hallo. Aber wisst ihr, wer dieses Paket Und diesen Korb und diesen Sack und diese Tasche und diese Kiste. Natürlich NordVPN. Ganz ehrlich, ich recherchiere kuriose Dinge im Internet. Ich kaufe teilweise kuriose Dinge im Internet. Und mir ist es besonders wichtig, dabei anonym, frei und sicher zu sein. Und das kann uns NordVPN bieten, auch ohne Geschwindigkeit einzubüßen. Dank über 5200 Servern in 59 Ländern. Mit dem schnellsten VPN auf dem Markt. Und ich bin jetzt kein Technik-Geek. Ich fand es besonders gut, wie einfach man sich mit NordVPN verbinden kann, auch über die App. Ich habe einfach die automatische Verbindungsoption eingestellt, die mich schützt, ohne dass ich was tun muss. Für mich auch besonders wichtig, der neue Bedrohungsschutz, der mich vor den Gefahren des Internets bewahrt, indem er zum Beispiel unter anderem Viren oder Webtracker blockiert. Er hat eine fortschrittliche Antivirus-Funktion, denn Gefahren wie Online-Überwachung und Hacking sind allgegenwärtig. Ich möchte nicht jedes Mal Schiss haben, wenn ich irgendwas downloade. Diese Risiken sind nochmal besonders krass, wenn man sich in ein öffentliches WLAN einloggt. Das heißt, wenn ihr auf Reisen seid, unterwegs seid ihr mit NordVPN einfach geschützt. NordVPN gibt mir einfach Peace of Mind und auch noch Entertainment, das ich in Deutschland nicht genießen kann. Ich switch einfach auf ein anderes Land und kann ganz neue Inhalte, TV-Sendungen, Filme genießen. Streaming-Plattformen, die es vielleicht nicht mal in Deutschland gibt. Und wie gesagt, die Streaming-Geschwindigkeit wird dabei nicht mal gedrosselt. Checkt den Link in der Beschreibung und surft sorgenfrei schön weiter. Was in diesen Kisten drin ist, ist im Gegensatz zu NordVPN gar nicht sicher. Diese Körbe, die ihr am Anfang gesehen habt, die durfte ich leider nicht behalten. Die sind nämlich Eigentum von Hermes. Eine Hermes-Kiste konnte ich abziehen, okay? Ich habe quasi fast blind alles irgendwo einfach reingestopft, was ich hatte. Deswegen ist alles, was ich ersteigert habe, so ein bisschen ein Mix. Aber an dieser Stelle ist eh schon alles egal. Wir bringen es einfach hinter uns, okay? Dieses Video wird eh schon unnormal lang. Der erste Gegenstand des ersten unzustellbaren Pakets ist folgender. Ein Kabel. Yay. Thanks. Falls irgendjemand weiß, was das für ein Kabel sein soll, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe nämlich keine Ahnung. Kiste. Ein Elektropaket. WLAN-Verstärker. Können wir einfach in die Steckdose stecken. Mit stärkeres WLAN. Cool. Wow. Ein Brown Silk Peel 9. Ist es der, den man auch unter Wasser benutzen kann? Fast Epilation brauche ich. Hier ist sogar ein Bikini-Styler dabei. Kann unter Wasser verwendet werden. Ich sage euch, wie es ist. Bald verwechselt ihr mich mit einem fucking Delfin. Ach, süß. LED-Lightbulb. Aber vintage. Oh mein Gott. So retro. Ich liebe retro. Okay, Lightbulbs. Ich versuche das tatsächlich irgendwie alles im Laufe dieses Videos schon mal in ungefähr
thematische Haufen zu legen. 1 und 1 Mobile WLAN Router. Das ist natürlich krass, auch für Reisen und so. Dann kann man nämlich sein eigenes WLAN benutzen. Sieht aus wie ein Antennenkabel. Kommt auf den Kabelhaufen, ich sag euch, wie es ist. Ink! Ich brauche Ink! Das war hier auf jeden Fall schon mal offen. Das ist eine solide Retoure. Wie komisch verzerrt dieser Adler auf dem Bild auch ist. Das ist irgendwie also es spricht nicht für eine Druckerfirma. Wisst ihr, was ich meine? Och Mensch, Kabel. Das sieht aus wie Kabel für einen Bildschirm, für einen Lenovo-Bildschirm. Ich finde es sehr verwirrt, dass der in einer IKEA-Tüte ist. Aber ich meine, es müssen ja auch nicht alles Online-Bestellungen sein, die verlorenen Pakete. Wisst ihr, was ich meine? Es kann auch ein privat verschicktes Paket sein, das nicht zustellbar war einfach. eBay-Verkäufe zum Beispiel oder ähnliches. Eine Waage. Hat die irgendwelche Special Features? Nö. Ach, schön. Ein IP-Telefon von Panasonic. In meinem Leben hätte ich nicht gedacht, dass ich in einer Reihe von dieser Art von Videos so viele Telefone in der Hand halten werde. Ich wusste gar nicht, dass so viele Leute noch Telefone bestellen, kaufen bzw. verschicken. Make old simple. Vintage. Schon wieder eine Vintage-Glühbirne. So kann man auch ein bisschen rausfinden, was so ein bisschen besser angesagt ist zurzeit. Das sind auf jeden Fall Vintage-Glühbirne. Ein 400x280x2mm Mauspad von Rocket. Ganz ehrlich, vielleicht ist so eine von mir zusammengestellte Überraschungsbox ein geniales Weihnachtsgeschenk. Ich sag euch, wie es ist. Wo mache ich denn PC-Zubehör hin? Wi-Fi Motion Sensor. Hä, ist es ein Lichtsensor oder geht das Wi-Fi bei Bewegung an? Ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich funktioniert es mit Wi-Fi. Seien wir mal ehrlich. Oh mein Gott, wie oldschool. Für was für ein Handy ist denn bitte diese Lederhülle? Sony Xperia Z5. Hat das einer von euch? Taschenrechner. Kann auf jeden Fall auch eine Wurzel berechnen. Darf man bestimmt nicht in der Schule verwenden, Alter. Eine Sensor Street Lamp. Die brauchen wir eigentlich. Der Eingang zu meinem Büro ist sehr dunkel. Da ist so eine Sensor Street Lamp. Eigentlich nicht ohne. Wow, sogar mit Solaraufladefunktion. Ist doch einfach nur geil. Vielleicht inspiriert das auch voll Weihnachtsgeschenke. Wisst ihr, was ich meine? Heftiges iPhone Case, das gefühlt alles übersteht. Ist aus Silikon und hat 6 Schrauben. Kann ja gar nichts mehr passieren mit deinem Handy, ey. Handyzubehör. All-Use-Mount-Holder-Magnetic. Lol, das hält das Handy an jeder Stelle, die man möchte. Demonstration funktioniert 1A, falls man halt geile Stories machen will, ne? Adhesive Wound Dressing. Selbstklebender Wundverband. So eine random Kiste irgendwie. Ein Echo Dot. Ungeöffnet. Das schreit nach einem Amazon-Päckchen, das einfach verloren gegangen ist, aber das ist natürlich mega geil. Oh, die werden auch oft bestellt, glaube ich. Accessoire-Box? Was für eine Art von Accessoires? Warum sind da Kabel drin? Kabel und Batterien? Nö, bin überfragt. Wow. Ein Wireless Charger fürs Handy, fürs Auto. Der sieht super fancy aus. Der ist komplett aus Plastik. Der sah irgendwie so krass aus auf der Verpackung. Dübel. Wer braucht nicht 1, 2 Dübel? Das sind gar keine Dübel. Oh nee, das ist ja noch langweiliger. Das sind, glaube ich, so für so Lichtkabelverbindungen. Wisst ihr, was ich meine? Eine ganze Box davon. Schicke Handyhülle. Oh nö. Oh, nö. Mit so richtig schönem Blumen- und Schmetterlingmuster. Ich will das gar nicht bewerten. Ich wollte gerade erst sagen ugly, aber irgendwie sieht es auch 2000er aus. Und ganz ehrlich, alles kommt zurück, okay? Von Schönheitsfragen her. Das Samsung Galaxy A6. Balkontürgriff aus Aluminium. Ich frage mich halt, inwieweit man so krass spezifische Sachen noch weiterverkaufen kann. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so... Ich meine, das kann ja nur der einzige Grund
sein, warum man solche Sachen noch kaufen würde, außer ich mache ein YouTube-Video. So ein random Gegenstand, wo soll ich denn überhaupt reinkloppen? Achso, zu meinem random Gegenstand Haufen. Canon CEXV 49 Toner. Ich weiß nicht, das sieht aus wie was für einen absolut riesigen Drucker. Och nee, noch ein paar Kron-Türgriff. Smart AC Control. Air Conditioning? Ich habe halt nicht mal Air Conditioning. Auch für Saving Energy. Es gibt auf jeden Fall ein paar Mottos in dieser Kiste. Was ist das? Druckerpatronen für HP-Drucker. Handyhülle, Handyhülle. Fernbedienung. Ich fände es schön, wenn ein Fernseher drin wäre in einer der Kisten. Wieder so ein random Kabel. Screen Protector. Und dann sind manchmal einfach so lose Sachen drin. Und ich denke mir so, ich meine, es ist obviously PC-Zubehör. Vielleicht ist es sowas wie ein USB-Verteiler, irgendwie sowas. Von Lenovo. ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock. Das sieht mir nach Fake-Apple-Kopfhörern aus. Was ist das denn, Cutes? Ist auf jeden Fall international. Eine große Sache haben wir noch hier. Kleine Wetterstation. Wofür habe ich denn mein Handy? Hier haben wir noch so ein kleines Hermes-Kästchen. Kistchen. Sag mal einer. Ein Haufen Vintage-Glühbirnen. Cool. Ich dachte irgendwie, da ist mehr drin. Keine Ahnung. Machen wir uns mal hier an meine Umzugskiste. Und Action! Ach, das ist so ein Platzdeckchen, so ein Weihnachtstischset. Das ist schon ganz süß. Da steht Merry Christmas drauf. Hat mal 4,95 gekostet. Schade, dass es nur eins ist. Da ist ja noch eins. Ach Gott. Schön. Das finde ich sogar echt cute. Noch eins. Das Glück hört ja gar nicht auf. Hier ist eine random Stange drin. Vitragenstange. Ich habe auf jeden Fall keine Vitrage. Nochmal so ein fettes Druckerding. Way. So ein IKEA-Ding. Scheint so eine Art Station für Kinder zu sein. Kinderspielzeughaufen. Ich habe gar keinen Platz mehr für mehr Haufen. Random. Eine Hose. Eine Jeans in 34. Sieht aus wie eine H&M-Jeans. Schade. Passt mir nicht. Ja, da ist eine dicke H&M-Bestellung verloren gegangen. Es gab eine interne Umleitung. Die Kundenadresse muss nochmal geprüft werden. Ja, das ist anscheinend nie passiert. War das ein Kratzen an meiner Tür? Anyhow. Oh Gott, ihr wollt gar nicht mein Zimmer hier gerade sehen, mein Bürochen. Was für random Zeug. Das ist ein Poster oder so. Was für ein Zufall. Das sind Klebepack von Delfinen. Mein Gott, ist das geil. Haben die irgendwie Geschlechtsverkehr oder so? Was ist da los? Da sage ich nur eins. Soon. Weitere Teile der H&M-Bestellung. Unterhosen in S. Sieht aus wie eine Haube für Haare. Interessantes Muster. Literally die judgieste Person ever. Ach, hier ein velvetbrauner Zip-Hoodie. Sind es mehr Bilder? Canvas Painting. Ich liebe die Paintings jetzt schon am meisten. Aber ich finde es sehr interessant, was sich die Leute zu Hause aufhängen. Wisst ihr, was ich meine? Was bestellen die sich? Oh mein Gott, was, wenn da so ein privates Foto drin ist oder so? Random. Auch komischer Stoff irgendwie. Ach, das ist so. Ah, doch, das ist so Leinwandstoff. Das muss man irgendwie selber einspannen. Aber I mean, random, aber irgendwie auch cute. I don't know. We're glad that you received our products. Obviously not. Ach nee, schön. Eine Holzklebefolie in Holzoptik. Was ist das für eine Kategorie schon wieder? Random Gegenstände. Nee, das ist voller Klebefolie. Ich will hier kein Bild verpassen. Ein Bild, ein Bild. Ich liebe es. Ich liebe das Bild. Die hat auch einen Schwanz, ja. Schade, das konnte sich jemand nicht in seinem Zimmer aufhängen. Das ist sad, aber es sieht krass aus. Die Quality sieht anders heftig aus. Das ist an dieser Stelle echt schade. Das tut mir echt leid. Warum ist das das Erste, was mir leid tut? Das ist auch das Einzige, was ich wieder sorgfältig eingewickelt habe. Diese Bilder, das ist ja wohl das Geilste. Was ist hier wohl dran? Jetzt bin ich richtig excited. Bitte Anime-Titten, bitte Anime-Titten. Junge, Junge, Junge. Was ist das? Gut, die sticht dem halt literally mit einem Schwert durch die Kehle und hat schwarze Augen. Kann davon mal jemand eine kunstwissenschaftliche Analyse machen? Ich hoffe, das ist ein bekanntes Gemälde, das sich einfach jemand bestellt hat, weil... Was, wenn das jemand für seine Folterkammer oder so bestellt hat? Schuhlöffel. Was ist denn hier drin?
Ein Kassettenrekorder? Ich meine, irgendwo verstehe ich es. Ich würde auch gerne meine Pocahontas DVD. DVD? VHS von damals noch mal gerne sehen. Oder Lion King oder Ariel oder sonst irgendwas. Ich bin mir ziemlich sicher, wir hatten exakt so einen damals. Vor allem, ob das überhaupt noch funktioniert, ist halt dann auch noch eine Frage, ne? Ach, schön random Kisten mit nichts drauf. Lieben wir doch. No size steht da. Ach nee. Ey, sorry, aber sowas ist immer geil. So ein kleines Kästchen zum Sachen reinmachen. H&M Home. Ulala. Brand new Mountain Jacket. Hat 50 Euro gekostet, original. Ist jetzt nicht so mein Style, aber man kann bestimmt Verwendung dafür finden. Technicolor. Sieht aus wie ein WLAN-Router. Wahrscheinlich gehört auch dazu irgendwie das eins der ganz ehrlich. Was ist das denn? Irgendwas Russisches. Papier? Ja, es sieht irgendwie halt so aus wie so Bastelpapier irgendwie. Irgendwie in so Winter-Theme. Papierik piekni na bastlovani. Hatte ich nicht noch so eine Umzugskiste? Die ist so klein, aber doch so schwer. Ach nee, schön. Das ist die Kosmetik, das riecht richtig gut. Oh mein Gott. Ein Pflegebad, abschalten von Kneipp. Ey, hier sind wertige Sachen drin. Einige Teile von Paula's Choice. Ich liebe Paula's Choice. Paula's Choice, Paula's Choice, Paula's Choice. Nix Produkte. Ganz ehrlich, ich glaube, diese Kiste hat sich richtig gelohnt, weil es sieht aus wie wirklich, guck mal, Salicylic Acid. Merkt ihr, warum ich so schlechte Haut habe? Ja, alles ungeöffnet. Oh mein Gott, Farman Kickoff. Retinol-Serum Paula's Choice. Finde ich ganz krass. Finde ich eine ganz, ganz krasse Kiste. Rituals. Ich, ganz ehrlich, davon kann ich ein Leben lang zehren. Haganöl, Tages- und Nachtcreme. Kerastase. Redken. Das habe ich halt ungelogen zu Hause. Was ist das für ein geiles Ding? Hier ist was von Chanel. Ein Chanel-Make-up? Was ist denn da bitte noch so krasses drin? Ringelblumencreme. Das ist so alles, was trendy ist einfach. Wisst ihr, was ich meine? Ich komme nicht klar. Da ist eine ganze Skincare-Routine drin. Oh mein Gott. Olaplex. Ich brauche das. Das ist leer gegangen. Clinique. Shiseido. Es wird immer kranker, ja. Oh mein Gott, The Ordinary. Retinoid. Ey, ganz ehrlich. Was soll das und wo kommt das her? Ja gut, hat halt niemand angenommen, ne? Ey, das ist mit Abstand meine Favorite-Kiste bis jetzt. Und hat sich auch vom Wert, würde ich sagen, direkt absolut gelohnt. Kosmetikartikel. 500 Euro. Ja. 500 Euro, aber ganz ehrlich, es könnte sein. Allein dieses Chanel-Make-up, wie viel kostet das denn? $60. Also ist ein bisschen ausgelaufen. Ist auch auf jeden Fall leider zu dunkel für mich. Ich kann mir vorstellen, dass man auf den Warenwert von 500 kommt, wenn nicht sogar drüber kommt. Wie viel ist ein Paula's Choice so wert? Das mit Abstand am meisten da drin. 30, 60, 40... $40. Ganz ehrlich, allein Olaplex Nummer 3, dieses kleine Fläschchen, kostet halt $30. Würde alles in Dollar angezeigt, weil ich bin immer noch in den USA über meinen NordVPN. Ist ja allein mit den beiden Sachen schon $90. Das sehe ich doch schon. Eine Kiste voller random Sachen. Nokia Wi-Fi Router, würde ich mal sagen. Wi-Fi, Wi-Fi. Hier ist direkt noch einer. Jetzt check ich das. Das ist nicht Fake iPhone, also so ein bisschen vom Design. Das sind Xiaomi Kopfhörer. So, was könnte das hier sein? Lights up your green tour. Solarpanels. Daran kannst du einfach deine Geräte aufladen in der Wildness. Pet Grooming Dryer. Ganz ehrlich, Dobby hat so viel. Das ist auf jeden Fall praktisches Fuck. Das ist einfach ein Haustierföhn. Vielleicht braucht es der Dobby doch nicht, sagen wir mal ehrlich. Shea Butter Cream Conditioner. Ich hatte den sogar schon mal. Finde ich geil. Für die echten Genießer. Hier ist er übrigens nochmal. Gin and Tonic Duschgel. Also egal, wie sehr ich Gin Tonic liebe. Ach du heilige Scheiße. Es riecht halt original nach Gin Tonic. Mit Gin-Extrakt, okay. Was ist denn hier noch drin? Alessandro Strip Lack. Klar will ich dazu auch noch die passende Tasse. Super. Wachs zum Haare entfernen. Okay, warte. Da unten scheinen einige Beauty-Produkte zu sein. Was ist das denn? Nokia Wi-Fi. Das ist nochmal ein Nokia Wi-Fi-Router. Ski-In-Bestellungen. Das ist doch die passende Gardine zu unserer Gardinenstange.
Stange, was für ein Glück. Toll, 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 toller Rock. Och nee, geil. Noch eine Gin Tonic Gesichtscreme. Uiuiuiui. Schaumseifenkonzentrat. Ist es noch mehr Beauty? Musik wird von Mac Mini von Kelly abgespielt. Bitte nicht. White Fruit Maske. Warum verfolgen mich diese Dinger? Auch noch so von der gleichen Marke. Wisst ihr, was ich meine? Soll ich mich cleansen? Victoria's Secret Fragrance. Balea Valentinstags Set oder so? Douglas Man. Rituals. Dove. Ey Leute, das ist alles perfekt, um es in ein Frauenhaus zu bringen oder so. Vor allem Sexy Playboy Fragrance. Da gucken die mich bestimmt nicht dumm an, wenn ich damit rumkomme. Aber guckt mal, Rasierer. Unendlich viele Parfums. Ach du Scheiße. Comfort. Old Wood. Demonstration Tester. Ich find's krass, dass da noch eins davon drin ist, weil mein Freund hat sich bereits so eins abgezogen. Und die sind auch nicht ohne. Das ist immerhin Tom Ford. Ach so, hier dieses Riesending noch von Paula's Choice. Genau. Wahrscheinlich sind hier auch überkrasse Sachen dabei, die ich nicht mal kenne und die einfach krank sind. Zum Beispiel Frozen 2 Merch. Also hier zwischendrin ist noch so ein iPad Screen Protector. BH Cosmetics. Too Faced Pretty Rich. Lidschatten. I mean, das hat doch seinen Wert. Real Techniques Brushes. Wow. Ich lieb's einfach. Unendlich viele Sachen von Rituals. Und natürlich auch ein Whisky Duschgel. Zwischendrin habe ich Folgendes gefunden und habe mich gefreut, weil ich dachte, hier oben drauf steht Anti-Shock Pro Feed Eiber. Leider steht hier Anishock. Das ist eins der Sachen, mit denen habe ich weniger gerechnet. Aber wenn ich nochmal Probleme mit Männern vor meiner Haustür bekomme. Hier ist dreimal das gleiche. Oh nee, das ist ein Triple Pack. Lampen. Ich wünschte, mir würde endlich mein Licht aufgehen. Mehr sage ich dazu auch nicht. Das hier, keine Ahnung, was das ist. Es ist ein WLAN-Router. Bei mir gibt es echt WLAN-Router. Schlussverkauf. Sieht aus wie eine Fernsehantenne. Ein Comfort-Light für die Wildnis. Licht habe ich jetzt auf jeden Fall genug. Ein schwarzes, mysteriöses Päckchen mit Licht. Ich beschleicht das Gefühl, dass Licht durchaus gebraucht wird. Dual Controller Charging Dock für PS4. Warum bestellt man denn die ganze Zeit VHS-Kassetten-Dinger? Aber ist schon geil. Kann man auch mal so Oldschool-CD hören. Sogar noch mit Fernbedienung. Es scheint funktionierend zu sein, oder? Weil sonst hätte man das ja nicht so eingepackt. Ganz ehrlich, braucht man in Small Spaces eine Herdplatte? Ich sehe wirklich vor lauter Kram den Kram nicht mehr. Ich habe eine Sinneskrise, aber wenn ich mich hier so umgucke, das ist wahrscheinlich die Menge an Dingen, die ich so in einem Jahr bestelle und das privat. Die Frau von der Auktion meinte noch zu mir, sei nicht geschockt darüber, wie viel du gekauft hast. Hier kommen teilweise Leute an, die kaufen ganz, ganz krass. Viel mehr als du überhaupt. Und ich denke mir so, wie werden die das los? Man kann schon viel verkaufen, aber das ist ein Fulltime-Job, habe ich das Gefühl. Wisst ihr, was ich meine? Handyhülle. Smartwatch. Wo mache ich denn das hin? Handyzubehör? Enjoy Quality Printing, Office World. Druckerpatronen. LED Power. Scheinwerferlicht. Also mit Licht kann ich wirklich dienen. Licht. Handy-Glasschutz. Apple Watch Case. Das sind so random Kleinteile irgendwie. Oh mein Gott. Cases, Cases. Das sind auch noch richtig diese Totschläger-Cases, die jede Krise überleben. Samsung. Sterilisator. Killt Bakterien. Oh, daran kann man Sachen desinfizieren. Und es ist auch noch ein Wireless Charger. Sowas finde ich ja schon wieder mega geil. Hatten wir doch schon. AC Control. Ein Eisenfaden. Glühbirnchen. Super powerful Handyhülle. Eine digitale Haustürklingel. Schaltungsrädchen. Das sind Sachen, die sagen mir gar nichts. Let music burn. Okay. Silikonring. Was ist das denn? Eine Batterie für einen AEG-Staubsauger. Was habe ich auch anderes erwartet? Wisst ihr, was ich meine? 141 Gramm Gewicht. Handy, irgendwas, Handyhalterung. Na, hör mal. Louis Vuitton. Wow. Sind das etwa Original Louis Vuitton
Geldbörsen. Wie schön, dass sie per Post kommen. Ganz normal, wie jeder andere Alltagsgegenstand. Also per Post kommen die schon. Ich habe letztens erfahren, man verschickt sogar Knarren über DHL einfach random. Vielleicht finde ich noch eine Pistole. Health Watch. Protective Case. Ein kabelloser, portabler, elektronischer Knoblauchmaster. Damit du dir immer deinen Knoblauch machen kannst, egal wo. Lightning-USB-Kabel. Original Apple. Ist ja schon cool. Oh, noch eine Alexa. Oh mein Gott, Glitzer. Oh mein Gott, Glitzer. Oh mein Gott, Glitzer. Oh mein Gott, 520.000 Zahnräder. Ach was. Das ist so eine Hängematte mit Moskitonetz. Plastoelastische Acryldispersion. Diese Totschläger-Cases. Irgendjemand hat 500.000 davon bestellt und sie einfach verloren. Spiel so lange du kannst. Es sieht nach einem sehr gruseligen Kartenspiel aus. Glitzer, Glitzer. Warum ist hier so viel Glitzer? Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr auf undefinierbare technische Geräte. Warum ist hier einfach eine Packung mit weißen Blättern? Ein Light Blue Protective Case für AirPods. Das habe ich letztens sogar noch bestellt, wie random. Brutfuna. Ey, hier sind so viele Dinge, von denen ich einfach wirklich gar keine Ahnung habe. RGB, this bag contains moisture and electronic sensitive devices. Scary. Ein einzelner Schlangenohrring, da steht drauf, designed by Korea. Das wurde von einem kompletten Land designed. Ich frag mich, was diese ganzen Gewichte sollen. Focus. Wandkleber. Sollte ich mir vielleicht mal ein Beispiel dran nehmen? Glitzer, Glitzer. Es sind so unfassbar viele Glitzersteinchen. Ja gut. Besteck, ne? Muss auch mal dabei sein. Was soll ich hier mit so vielen Glitzersteinen? Ich würde mir die am liebsten so aufkleben als Make-up-Style. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann nicht mehr. Leute, I don't know. Wow, cool, ein ausklappbarer Pizza. Ding. Tausende von meinen Christmas-Mappen. Ich habe mich beschwert, dass ich nicht genug davon habe. Jetzt werde ich sie gar nicht mehr los. Manche Sachen wirklich klingeln auch gar nicht bei mir. Ist einfach in Stiftform, aber das ist so Papier. Aber es sieht einfach aus wie ein Bleistift, aber aus Papier. Eine Pixie-Nose. Das nenne ich einen praktischen Gegenstand. Endlich meine Traumnase. Eine Platte von Aaron Parks, Dreams of a Mechanical Man. Ja, gut, das ist eine Hiking-Mütze, ne? Jetzt mal ganz kurz, ne? Aha! Das ist für die Füße. Vielleicht, wenn man sich die Fußnägel lackiert hat? Oh mein Gott, Glitzer! Glitzer! Das sollte eigentlich zu Marcel gehen, nach Sachsen-Anhalt. Marcel! Katzenspielzeug, Gäbelchen und Messerchen, interesting Muster, ein Fändchen von Sillet. Selbst meine Verwirrung ist verwirrt. Ja, ich meine, okay. Rest Tape. Oh, Lego. Das ist ja voll kaputt. Das sind so ein paar Kinderspielsachen. Textilkleber. Das sind die Sachen, auf die springe ich wieder an, komischerweise. Oh, why not? Irgendwie überrascht mich auch gar nichts mehr in diesen Tüten. Ey. Ich bin richtig abgehängt. Oh, Vokabelkarten Chinesisch. Grundwortschatz Teil 1. Es wird Zeit, Chinesisch zu lernen. Ich sag euch, wie es ist. Diese random Fernbedienungen immer ernsthaft. Hör mal, was haben wir denn hier? In der letzten Ecke gefunden. Ein kleiner Christian Dior Ring. Wild, wie viele Menschen ihre Luxusgegenstände verlieren. Post. Was für ein Glück. Und jetzt stellt euch vor, nach alledem erspäht ihr eine Gucci-Weste in der Auktionsliste. Blechte 600 Euro, weil ihr seht, dass der Verkaufswert, also der Wiederverkaufswert bei 1000 Euro liegen kann. Ein Lichtblick am Auktionshimmel. Nur um herauszufinden, dass diese weg ist. Ah! Das Modell, so wie ihr es hier seht, gibt's nämlich so nicht mal. Das ist eine Gucci North Face Collaboration. Soll es zumindest darstellen. Ey, auf dem Foto, ohne Witz, ich hätte gesagt, hey, keine Chance. Ich habe es versucht zu checken. Ich habe versucht, sie überall zu finden. Und mit dem ganzen anderen Zeug, das wir gefunden haben, mit dem Markenzeug, Luxusmarken, gehe ich mal davon aus. Ich meine, es ist ein gutes Fake, aber es ist halt nicht original, ne? Und ich glaube nicht, dass es 600 Euro wert ist. Das war ein absoluter Griff
ins Klo. Im Rest ist jetzt auch nicht mehr wirklich viel krasse Sachen drin. Oberteil von Bershka. Asus Design Festival Harness Chain Butterfly. Wowie. Ich habe keine Ahnung, Leute. Wirklich, damit kann man mich jagen. Ein Musikständer. Eine Backform. Wow. Ein Fire TV Stick. Und zu guter Letzt. Kommt, Leute, das gönnen wir uns jetzt nochmal. Der krönende Abschluss. What is it? Sieht aus wie ein Gaming-Character. Da saß sie in ihrer Fake-Gucci-Weste. Ich meine, jedem das Seine, aber ich bin eigentlich vehement dagegen, Fakes zu tragen, weil so Designs immer noch kreatives Gut sind. Dass man klaut, das dann aber ist jetzt nur meine persönliche Meinung, ne? Nichts gegen die Leute, die diese Gegenstände in der Post verloren haben. Bei Hermes hat sich's gelohnt. Alles in allem, es waren ein paar positive Überraschungen dabei. Das war sehr fun. Und am Ende lohnt sich dahingehend, dass ich ein paar Kisten aus meinem ganzen Zeug zusammenstellen kann, an euch weitergeben kann. Wie gesagt, guckt in meinen Discord-Server vorbei. Viele Kleidungsstücke, viel von der Kosmetik und so werde ich, denke ich, spenden an verschiedene Häuser, Organisationen etc. Die können das, glaube ich, gut gebrauchen. Die Hauptsache ist, dass ihr Spaß hattet beim Zuschauen. Das hoffe ich doch sehr. Ihr seht das nicht, aber hier ist ein absolut krankes Chaos ausgebrochen. Und ich werde das jetzt erstmal alles stundenlang sortieren und in verschiedene Kisten sortieren. Habe ich gerade sortieren schon gesagt? Ich bin da richtig durch mit meinem Kopf. Ich hatte so viele verschiedene Dinge in der Hand. Da wird einem mal wieder bewusst, wie erschreckend auch sein eigenes Konsumverhalten ist. Es ist eigentlich gar nicht lustig. Trotzdem ist es natürlich cooler, dass Hermes und Co. die Sachen zur Auktion freigeben, sodass Menschen sich noch damit beschäftigen können, es weiter zu verkaufen oder ähnliches. Damit wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.